Jetzt, wir sind heute Nachmittag bei uns zu Hause gesessen, ist meine Frau dazugekommen, da hast du uns gleich ertappt, dass wir nicht oder viel zu wenig mit Kompost und Mulch arbeiten. Und wenn man deine Bücher liest, dann stellt man fest, es gibt geradezu eine Leidenschaft für Kompost und Mulch und Erde. Das ist sozusagen, dass die Erde lebt, das ist sozusagen das Ziel, das du propagierst. Was ist deine Boden, was ist deine Erdphilosophie? Ich wollte den Garten schon verlassen, heute Nachmittag. Na, warum? Schau, ganz einfach. Erde lebt. Nur gesunder, lebendiger Gartenboden bringt gesunde, weniger mit Krankheiten und Schädlingen belastete Pflanzen. Eine Zahl dazu. Ein Gartenboden, den ich mit Kompost versorge, hat in einer Handvoll mehr Mikroorganismen, als es auf der Erde Menschen gibt. Mehr als 8 Milliarden Mikroorganismen und Lebewesen, die dafür sorgen, dass der Boden lebendig bleibt. Und das ist etwas, was man nicht außer Acht lassen sollte. Wenn ich jetzt einen Boden, tote Materie, wo ich nur Kunstdünger draufstreue, wird Boden abgebaut. Das heißt, diese Pflanze lebt quasi am Tropf. So wie wenn wir uns nur mit Vitamintabletten und sonstigen ernähren, sagen wir auch, das funktioniert nicht. Man sagt bei Menschen, ballaststoffreiche Ernährung, alle die Mischung, also all das, was gesund ist, sollte man aufnehmen. Und genau so geht es den Pflanzen. Die können sich aber nicht selber aussuchen, sondern das liefern wir. Und daher arbeite ich mit Kompost, nämlich dieser natürliche Kreislauf. Es gibt im Garten keine Abfälle, die nicht wiederverwertet werden. Kompost der eine Seite, Mulchmaterial das andere Material, was natürlich im Endeffekt dann auch wieder zu Humus wird. Und daher, wir werden einen Versuch starten bei dir. Okay. Wirklich, wir werden einen Versuch starten. Und ja, ich sage euch, es ist eine Umstellung im Kopf. Ich erzähle ganz gern ein Beispiel beim Mulchen. Meine Schwiegermutter, ich muss dazu sagen, ich habe zuerst zu Hause gegärtnert, dann haben wir in Wien gewohnt und dann sind wir nach Linz gegangen. Und in der Zeit, wo wir in Linz waren, hatte ich keinen Garten. 1,5 Quadratmeter Balkon. Darum habe ich auch da bewusst einen Balkongarten auch drinnen und Vorschläge, wie man am Balkon gärtnern kann. Also ich habe es hautnah miterlebt. Und zu der Zeit habe ich dann gesagt zu meiner Frau, noch nicht Frau, sondern noch Freundin, habe ich gesagt, könnte ich nicht bei euch zu Hause den Gemüsegarten betreuen? Hat gesagt, frag deine möglicherweise zukünftige Schwiegermutter. Und das war ihr Reich. Das war ja, das zu betreten war schon fast visumpflichtig. Also das war gar nicht so einfach. Ja das war so, weißt du, das war ihr Garten. Und ich habe ihr dann den Vorschlag gemacht. Sie hat natürlich nicht Nein gesagt, weil ja der Schwiegersohn möglicherweise das ist. Jetzt hat sie sich nicht Nein sagen getraut. Und hat gesagt, habe ich gesagt, wir gärtnern aber biologisch. Hat gesagt, ja. Hat aber nicht genau gewusst, was auf sie zukommt. Und das Härteste war dann das Mulchen oder Bodenbedecken. Wie ich mit dem Rasenschnitt gekommen bin und das zwischen die Reihen gestreut habe, hat sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und jetzt kommt der österreichische Ausdruck, das klumpert. Kennt ihr das auch? Das klumpert. Und dann habe ich ihr erklärt, warum das so wichtig ist. Dass ich weniger gießen muss, dass ich weniger Unkraut habe, dass der Regenwurm Futter hat, dass der Boden locker bleibt. Es war alles egal. Das Einzige, was gekommen ist, was werden die Nachbarn sagen? Und ich habe sie aber dann wirklich dann den Versuch gemacht und das sage ich jedem. Sage ich, ein Beet legen wir jetzt an mit Mulch und daneben ein Beet ohne Mulch. Und diese beiden Beete lassen wir die nächsten 4, 5, 6 Wochen liegen, ohne irgendetwas zu tun. Kein Gießen, kein Jäten, gar nichts. Und dann zeige ich dir, wie bequem dieses biologische Gärtnern ist. Das haben wir gemacht. Und das hat sie wirklich überzeugt. Wir haben Karotten, Möhren, nein, ich sage es auch Karotten oder Möhren, wie sagt sie? Möhren? Rüebli. Und Zwiebel haben wir angesetzt, also als Mischkultur. In dem einen Beet, wo gemulcht war, waren die Karotten so hoch, waren schon draußen. Der Zwiebel ist ja schön gewachsen und im anderen Beet hast du von den Karotten überhaupt noch nichts gesehen und der Zwiebel hat gerade ein bisschen rausgeschaut. Das hat sie so überzeugt und sie war damals schon an die 80. Hat gesagt, das machen wir jetzt. Und ab dem Zeitpunkt hat sich den ganzen Garten überall gemulcht und hat gesagt, wir brauchen ja nicht mehr gießen. Und das war wirklich so. Also das ist der Riesenvorteil, dass du die Feuchtigkeit im Boden hältst. Ich weiß schon, dass es im professionellen Gartenbau oft eine Umstellung ist, aber es gibt so viele große Betriebe, die sagen, wir zeigen es vor und es geht. Hundertprozentig. Also auch in deinen Obstkulturen, da haben wir das gedacht. Wenn du da mulchst, ich wette, das funktioniert. Hundertprozentig.
Okay, herzlichen Dank. Also wir können die Diskussion führen. Es gibt Kulturen, da bin ich strikt gegen das Mulchen. Das sind zum Beispiel Himbeeren, weil die dann kälter und nässer unterhalb dieser Mulchdecke haben. Es gibt Mulchen und Mulchen. Es gibt die so riesige Schichten drauf machen und dann hat man 5 Jahre lang chlorotische Pflanzen. Auch das gibt es, weil das Mulchmaterial, vor allem wenn es nicht vorkompostiert ist, sehr viel Stickstoff bindet während der Zeit, wo es drauf ist. Kompost einbringen und leicht oberflächlich einhaken, das ist sicher was Positives, aber so 5 cm Schichten, da bin ich ein bisschen skeptisch. Und dann bin ich natürlich, so wie du die Geschichte mit der Schwiegermutter hast, habe ich die Geschichte mit meinen Eltern. Ich musste sicher 15 harte Jahre meines Lebens, oder? Mein Sohn wird wahrscheinlich auch mal so reden, dann in 30 Jahren. 15 harte Jahre musste ich Rasen mähen und musste ich den Rasenschnitt genau so akkurat, wie du es jetzt machst, auf die Beeren reinbringen. Und dann habe ich halt jetzt mein Erwachsenenleben damit zugebracht, Gründe zu finden, warum man das nicht machen muss. Oder? Da gibt es eine Geschichte von meiner Frau. Wir haben, die hat immer Riebissel, sagen wir, Johannisbeeren. Johannisbeeren. Und das war zu Hause, das war so, ich sage mal, Nachkriegsgeneration, nicht ihre Eltern. Und die haben eine Reihe gehabt, ich glaube 100 Meter Johannisbeeren. Und das mussten sie als Kinder immer pflücken. Und das war für sie ein Horror. Hat sie gesagt, wenn sie nur dran, wenn sie von der Schule heimgekommen ist, hat sie gesagt, Johannisbeeren pflücken. Und dann bin ich heimgekommen mit 4 Sträuchern und gesagt, um Gottes Willen, jetzt geht das wieder los, hat sie gesagt. Aber das sind so Horrorerlebnisse, es gibt. Ich glaube, beim Gärtner geht es vielleicht auch darum, dass man sein eigenes Konzept wirklich auch zu Hause im Garten durchzieht. Und da gibt es verschiedene Wege zum Glück. Ich sage immer am Ende meiner Videos, und meistens glauben sie nicht alles, was ich ihnen erzähle, weil der andere Weg geht auch. Und wenn du die Erfahrungen in deinem Garten gemacht hast, dass es anders geht, ist auch das eine Möglichkeit, weil du bist der Spezialist in deinem Garten und man muss sich selber auch ein bisschen was zutrauen.